Wir bleiben noch ein drittes Mal bei dem Thema jetzt nicht unbedingt mehr Kinder, aber Jugendliche, vor allem Mädchen. Und ich begrüße als nächsten Gast die Clara Kaden. Clara, auch an dich danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier und heute vorbeizukommen. Du machst ein Projekt, das heißt Du und Diabetes, richtet sich insbesondere an Mädchen, junge Frauen mit Diabetes. Erzähl, stell dich kurz vor und erzähl mal, worum es darum geht. Hallo, ja, danke Basti. Ich heiße Clara. Ich komme später noch ein bisschen auf meinen Hintergrund zu sprechen. Ich habe selber seit 20 Jahren Typ 1 Diabetes. Habe witzigerweise jetzt dieses Jahr den letzten Termin von der Gruppe an meinem 20-jährigen Diabetes-Jubiläum gehabt. Und ja, ich habe einen medizinischen Hintergrund, also studiere auch Medizin. Und habe hier in Berlin das Projekt Du und Diabetes gegründet. Das ist eine Aktivitäten- und Gesprächsgruppe für jugendliche Mädchen von 13 bis 17. Und wir besprechen da in 12 Terminen, also dieses Jahr waren es 12 Termine, à 3 Stunden, Themen, die Jugendliche mit Diabetes einfach bewegen. Also sei das Thema Sportgewicht und Ernährung oder Erwachsenwerden und soziales Umfeld. Also wie gehe ich mit Führerschein um? Wie ist es mit einer Partnerschaft mit Diabetes? Und was auch immer ein ganz wichtiges Thema ist, wie gehe ich mit meinen Eltern um, die vielleicht ab und zu als Jugendliche auch mal ein bisschen stressen können. Ja, wir haben zusätzlich immer im Wechsel zwischen den Gesprächen auch Aktivitäten, wo wir zum Beispiel gemeinsam Schlittschuh fahren gehen oder in den Kletterwald gehen und da praktisch üben können, wie man mit dem Diabetesmanagement beispielsweise mit Sport umgehen kann. Und natürlich, dass man auch gemeinsam sich in der Gruppe besser kennenlernt. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man einfach im Alltag oft sieht oder dann in so Gruppentreffen, oh, die anderen messen auch. Und was immer ganz witzig ist, wenn eine das Messgerät rausholt, sitzen noch 3 daneben und scannen auch ihren Blutzucker und messen ihn oder checken ihn. Und geleitet wird das Projekt von mir mit einem medizinischen Hintergrund und von der Judith und der Ruth, die einen gesundheitspsychologischen Hintergrund haben. Und wir sprechen ganz arg viel über unsere eigenen Erfahrungen mit der Erkrankung. Also das ist halt ein bisschen der Unterschied zu Ärzten, die ja manchmal auch Diabetes haben, dass wir einfach selber sagen können, okay, ich hatte als Jugendliche auch mega Stress mit meinen Eltern und das hat da und da nicht gepasst. Und wir können aber auch natürlich sagen, wie wir damit umgegangen sind und was da vielleicht auch nicht geklappt hat oder was geklappt hat und was wir jetzt für Tipps für die Jugendlichen haben. Und die Jugendlichen haben selbst natürlich auch mega viel Erfahrung, die wir dann so ein bisschen rauskitzeln und zeigen, hey, ihr habt selber ultra viel Erfahrung und ihr könnt euch auch gegenseitig unterstützen und helfen. Ich habe das Projekt gegründet, weil ich selber in meiner Jugend jahrelang wirklich Schwierigkeiten mit dem Diabetes hatte, also HbA1c über Jahre jenseits von Gut und Böse. Und ich hätte mir damals sehnlichst so ein Projekt gewünscht, einfach bei anderen Menschen mit Diabetes zu sehen, die ein bisschen älter sind, die einem irgendwie ein bisschen Erfahrungen beibringen können. Und ja, gerade die psychosoziale Unterstützung beim Diabetesmanagement ist so mein Steckenpferd, wo ich mich auch eigentlich ganz gut auskenne und auch selber über Unterstützung von Ärztinnen oder Therapeutinnen auch selber über die Jahre ganz arg viel gelernt habe, wie man den Diabetes gut in den Alltag integrieren kann. Und so meine Kernmessage auch an die Jugendlichen ist immer, dass man sich Hilfe holt, ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Und dass man sich auch einfach gut kümmert und das lernen wir auch in den Sitzungen oder in den Treffen bei uns zusammen. Und insgesamt ist es natürlich ein tolles Gruppengefühl, einfach zu sehen, hey, ich bin nicht alleine und ich weiß selber unglaublich viel. Ich kann sogar andere unterstützen als Teilnehmerin, als jugendliche Teilnehmerin und auch einfach mal nur gehört zu werden oder einfach mal seine Geschichte erzählen zu können. Und am Anfang sind die Jugendlichen dann in der Regel ganz skeptisch oder werden irgendwie von ihren Eltern gebracht. Und jetzt nach dem ersten Durchlauf kamen alle und haben gesagt, oh, können wir bitte noch weitermachen und ich möchte beim nächsten Durchlauf nochmal dabei sein. Ja, so ist es halt am Anfang immer ein bisschen eine Hürde, weil man sich ja auch nicht mit seiner Schwäche zeigen möchte. Aber das ist halt, wie gesagt, eine mega Stärke, da über das Thema zu sprechen. Und ich finde es auch ganz wichtig, den Jugendlichen einfach zu zeigen,
Ja, dass sie oder sie darin zu unterstützen, dass sie das Gefühl haben, hey, ich schaffe das, weil der Diabetes einfach oft mega belastend ist und man einfach manchmal an Punkte kommt, wo man sagt, ich bringe die ganze Sache nicht und dann halt oft die Tendenz hat, irgendwie zu sagen, okay, dann messe ich nicht und spritze irgendwie nach Gutdünken und ich möchte halt einfach die Jugendlichen psychosozialen und auch im gesundheitlichen langfristig unterstützen. Und es gibt ein tolles Buch von einem Psychotherapeuten, Jorge Bucay heißt der. Das heißt, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Da ist so eine Geschichte drin von so einem kleinen Elefanten, der als Babyelefant in einem Zirkus an einen Pflock gebunden wird. Und später als Erwachsener, wo er eigentlich als erwachsener Elefant dann schon stark wäre, sich von diesem Block loszureißen und in die Freiheit zu gelangen, das nicht mehr schafft, weil er als Kind diese Überzeugung hatte, ich habe nicht die Kraft, mich dagegen aufzustemmen. Und deswegen finde ich es auch mega wichtig, Jugendliche gerade in so einer Übergangsphase in die Selbstständigkeit zu unterstützen, dass sie einfach noch etliche Jahre als Erwachsener und dem Diabetes zusammen vor sich haben, dass sie da eine Stärke entwickeln und auch mit ihren Eltern zusammen gucken, wie die Selbstständigkeit dann gut gelingen kann. Das ist eine tolle Geschichte, Clara. Und ich finde das, ich muss da gleich einmal reingrätschen, weil das finde ich so toll, dass du das machst und dass du über diese Übergangsphase, das ist ja auch in unserem Gesundheitssystem schwierig. Man ist, die Kinder sind beim Kinderdiabetologen, dann werden sie 18 und auf einmal sind sie da draußen in der großen freien Welt und müssen zu einem echten Endokrinologen, zum echten Arzt, müssen sich um alle Termine kümmern, etc. Ja, ich sag, die Kinderdiabetologen haben mehr Zeit, können sich besser kümmern. Da sind auch noch die Eltern mit dabei und auf einmal wird man so schnell erwachsen und es kommen so viele Sachen. Diese Zeit ist so schwierig. Und dass ihr, dass du mit diesem Du- und Diabetes-Projekt, dass ihr genau diese Übergangsphase oder diesen Zeitraum im Leben zwischen, sag mal, Teenager noch, aber dann schon Erwachsene, aber noch nicht so richtig, dass ihr da reingrätscht, sag ich mal, und da helft. Das ist super. Und das ist ja auch deine eigene Geschichte sozusagen. Du bist ja gerade mal ein kleines bisschen weiter. Wunderbar. Letzte Worte oder? Also ja, ihr könnt auch gerne auf der Welt Diabetes, also auf der diabetes.de Homepage gucken, habe ich noch einen Vortrag zum Thema Resilienz, also gut umgehen mit chronischen Erkrankungen. Und wir suchen auch immer Personen, die Lust haben, bei uns beim Projekt mitzumachen, sei es als Teilnehmerin, also es wird höchstwahrscheinlich nächstes Jahr wieder stattfinden, oder als Speakerin oder Ärztinnen, die selber Lust haben, so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Also meldet euch einfach bei mir, wenn ihr Lust habt, ähnliche Projekte auf die Beine zu stellen, weil ich gerne hätte, dass das Projekt auch deutschlandweit ein bisschen verbreiteter wird und nicht nur in Berlin stattfinden kann. Und irgendwann brauchen wir dann eine zweite Clara bzw. einen Karl, der das Ganze auch für junge Jungs und junge Männer macht, weil dein Projekt richtet sich ja spezifisch an Mädchen oder primär an Mädchen mit Diabetes. Du und Diabetes für Männer, vielleicht gemacht von einem Karl, wäre natürlich super. Vielleicht schaffen wir das hierdurch auch noch. Wir erreichen ja gerade ganz, ganz viele Leute über die Webseite weltdiabetestag.de und über den Livestream auf Facebook.